willkommen hier wieder bei Summer's War und ja, endlich dem dritten Teil sozusagen, ja, nachdem ja hier mein Facebook abgeschmiert ist beim Twitch, werde ich das Video jetzt hier ganz normal hochstellen und mal wieder vom ZackFF sozusagen, das ist die vierte Person unseres Halloweens, ja, Halloweens 2015, das Opening sozusagen und ja, wir auch nicht weiter drum rumquatschen, wir starten hier mit der Beschwörung. Wer das bei Twitch nicht gesehen hat, wie gesagt, ich habe die anderen Videos auch hochgestellt. Für die anderen, jetzt, weil es mir aufgefallen ist, ich werde unten ist eine Facebook-Gruppe sozusagen in der Beschreibung, ja. Und wer Bock hat, kann ja gerne in die Gruppe mit dazukommen, weil dann schreibe ich halt sowas auch rein, wie, ja, jetzt twitchen oder sowas, oder ja, morgen twitchen, oder wie auch immer, oder was auch ist. Oder weil jetzt mein Telefon kaputt war, ja, dann schreibe ich das natürlich auch mit rein. Also, falls ihr Bock habt, unten in der Beschreibung sozusagen der Link zu der Facebook-Gruppe. Ja, und dann geht schon alles klar. So, wir fangen an. Erste Rolle. Vagabund. Hoppy. Ja? Lightning? Lightning ist gut. Nein, Feuerkobold. Naja, immerhin, es ist ein Vier-Sterne-Monster, es ist aber trotzdem nicht so gut. Shitting. So, weiter. Komm, gib uns jetzt was Ordentliches. Ach, nein. Weiter. Koffein. Mann, nein. Weiter. Gott. Lebende Rüstung. Greif. Inugami. Fee. Komm. Nat 5. Wir brauchen jetzt immer noch Nat 5 und du brauchst jetzt Nat 5. Jetzt. Oh, es sind nur 4 Sterne, aber es ist ein Piratenkapitän. Ma, es ist nicht der Wasser, aber ich glaube, Jens, also der ZackFF, hat, glaube ich, schon die Piratenkapitän im Wasser. Ich gucke mal, ich prüfe, was hier der ZackFF hat. Ja, genau, er hatte den hier schon. Den habe ich nämlich gezogen. Yeah. Okay. Sehr gut. Dann passt er sehr gut dazu. Weiter. Wir haben ja immer noch hier so viele Rollen. Um genau zu sein, 25, noch eine Licht- und Dunkelheitsrolle und 2 Sonderbeschwörungen. Weiter. Jetzt komm, Nat 5. Nein, hohes Elementar. Fee. Greif. Pinguinritter. Gib uns was Ordentliches. Nochmal. Lightning. Na, das sehe ich schon vom Weiten. Haben wir heute auch schon mal gezogen. Also sozusagen bei Twitch auch schon gezogen. Na. Weg. Licht- und Dunkelheitsrolle hinterher schießen und kein Lightning. Nö. Garuda. Bleb. Weiter. Onogami. Magieschütze. Lebende Rüstung. Greif. So, machen wir mal Sonderbeschwörungen, oder? Ja, Lightning. Was wird's? Na klar, wird's das Schlechteste vom Schlechtesten. Oh, Mann. Weiter. Oh, hättest ruhig noch mal funkeln können. Noch mal ein bisschen Funke. Mann, Teufelsjäger braucht kein Mensch. 14 mystische Schriftrollen noch. Leider 14 mystische Schriftrollen. 14 Stück. 13. Echsenmann. Toast. Komm. Komm, ich will, dass es jetzt noch mal funkelt. Ich will jetzt, dass es funkelt. Go. Au. Oh, jetzt hat mein Knie geknackt. Oh, au. Weiter. Minotaurus. Golem. Oh,
Bestienjäger. Drive. Wow. Komm, go, go, go. Kurierhai. Bierman. Und letzte Rolle. Chaka, scheiße. Mann. Hexenmann. Hexenmann, nicht wahr? Naja, gut, das war's auch schon wieder hier jetzt sozusagen mit dem dritten Teil. Es waren 4 Leute, die wir heute zu unserem Halloween-Opening gemacht haben. Es ist einiges Gutes zwar dabei gewesen. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht oder so. Wer vielleicht auch irgendwie Bock hat auf so ein Opening oder sowas, mich einfach anschreiben. Ich habe übrigens eine neue Line-ID, Leute. Ich werde aber alles sowas Neues nochmal in einem kürzeren, kleinen Video sagen. Aber auch meine neue Line-ID, wer irgendwie mich anschreiben möchte und mit beim Opening machen möchte oder andere Fragen hat oder sowas, kann mir entweder per E-Mail schreiben. Er schreibt schon, Jens schreibt und. das Ding gehört das, das ist ZackFF. Wer irgendwelche Fragen hat oder so, mich einfach per E-Mail oder halt Line oder Facebook in die Facebook-Gruppe kommen oder sowas anschreiben. Also, danke fürs Zugucken und ja, noch irgendwas? Nö. Den Rest sage ich dann in einem einzelnen Video. Bis dann und tschüss.